Rennt das schon, das Spiel? Ja? Also erzähl einfach einmal. Dann nehmen wir einen Hüferscherzel, dünn geschnitten. Dann tun wir es ein bisschen klopfen. Salz und Pfeffer, ein bisschen an Senf drauf, ein Speck. Er kann durchzogen sein, muss nicht durchzogen sein, dünn geschnitten. Legen wir drauf. Und dann halt die Gurken. Dann ein paar Karotten. Ja, eine weiße Rübe kann man auch so in Streifen schneiden und das halt einrollen. Da gibt es einen Spagat, den kannst du eben ein Backerl machen damit, mit dem Spagat. Machst du ein Mascherl drauf, dann kannst du es wieder wegziehen, wenn es fertig ist, und tust das runter. Und dann tut man das ein bisschen anbraten in heißem Fett. Und dann kann man es eben in Rohr oder in der Pfanne weiter dünsten. Wenn man eine kleinere Menge macht, macht man das am Herd. Wenn man mehr macht, ist es natürlich im Ofen besser. Da nimmt man halt eine größere Pfanne und da kann man es schön einschlichten. Und dann wird es eher, als wie wenn ich es auf dem Herd mache, da mache ich es halt, wenn ich 5, 6 mache. Dass man weiß, ob die Roulade fertig ist, sticht man mit einer Gabel rein und wenn die leicht rausgeht, dann ist es fertig. Und wenn die Roulade weich ist, dann nimmt man die Rouladen raus, tut es warm stellen und das Ganze, diese Zwiebel und das Gemüse kann man dann pürieren und hat einen guten Saft dazu.